erwarten Sie sie vor dem E-Learning-Kongress? Ich erwarte mir von dem E-Learning-Kongress eine schwierige Frage. Also schwierig zu beantworten. Die Frage ist ganz einfach. Austausch mit Kolleginnen und Kollegen und ja, einfach neue Erkenntnisse im Bereich E-Learning, weil ich da ehrlich gesagt noch nicht so viel ausprobiert habe mit den Schülern. Und da erwarte ich mir einfach dann neue Ideen für den Unterricht. Ich erwarte mir, dass es vielleicht schon Ideen gibt, wie man die Sachen umsetzen kann. Ja, ich erwarte mir, dass ich Informationen bekomme, wie ich das im Unterricht und meine Studenten besser vermitteln kann und dass ich ein bisschen mehr am Puls der Zeit bin. Was erwarten Sie sich vor dem Kongress? Meine Defizite in puncto E-Learning aufzufrischen und in puncto Computernichtkenntnisse. Und was für eine Kurse besuchen Sie? Podcast heute, Audacity glaube ich am Mittwoch und morgen Moodle-Plattform beim Höfer Fritz, auch aus Salzburg. Und wie hat Ihnen die Eröffnung gefallen? Das war super. Also ich finde, dieses Borg da hier hat so ein Flair. Nein, wirklich, allein dieser Folder, diese Mappe, wie die gestaltet ist und die Leihwahlen und die Leute, die auf der Bühne stehen, das hat mich sehr fasziniert. Versucht auf jede Bassdrum irgendeine Melodie durch eure Nase zu setzen. Jetzt sucht ihr euch eure Snare Drum aus. Alles besser als erwartet. Ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet, dass irgendwer nicht kommt, mit dem wir gerechnet haben. Ich habe, das kenne ich noch vom zweiten Kongress, dort war direkt bei der Eröffnung ein totaler Stromausfall. Da habe ich fast gerät. Aber das war heute super und es war ganz toll, dass die ganzen Ehrengäste da waren und die ganzen Teilnehmer und das Schülerteam, die Schülerteams, die alle so fleißig arbeiten für den Kongress. Und es geht vollgas dahin, alles super, alles toll. Machen wir doch gerne, danke. Danke.